Hey ho und herzlich willkommen hier zu einer neuen Aufnahme bzw. einer neuen Folge von Final Fantasy 12 The Zodiac Age. Und wir sind in der Himmelstadt Bujerba angekommen, wo wir uns dementsprechend in dem Sinne auf den Weg machen wollen, gleich zu den Lusumin, wo Penelo festgehalten wird. Doch bevor wir das machen, würde ich gerne erstmal ein bisschen shoppen. Ein bisschen Shopping machen. Weil hier gibt es natürlich neue Waffen und Rüstungen und Zauber und sonstiges. Willkommen in meiner Rüstungshandlung. Kauft nicht nur Waffen. Rüstungen sind auch wichtig. Ja, Rüstungen sind auch wichtig, genau. Leichte Rüstung. Also Vaan und Basch haben ja schwere Rüstungen und Fran und Bald hier die leichten. Und der Lederhelm gefällt mir persönlich da bei Fran. Da holen wir uns gleich zweimal. Einmal für ihn und einmal für sie. Magische Rüstungen sind ja für Weißmagier, Schwarzmagier und so ein Kram. Schwere Rüstung Lizenz 2, warte mal. Da muss ich mal gucken. Schwere Rüstungslizenz 2. Das ist der hier. Und dann holen wir uns gleich mal das hier noch mit. Der Drachentöter. Moment. Eventuell. Drachentöter L. Okay. Moment. Da, die Doxa-Lanze. Auf die möchte ich in der Hinsicht hinaus. Ich mach mal hier so. Frag mich, wie ich da oben hinkommen soll. Aber okay. Werde ich bestimmt irgendwie wann mal rausfinden. So, kaufen. Den Schala anlegen und den Plattenführer auch anlegen. Extra, dass wir da genug haben. So ein Bronzeschild, das kann Basch noch tragen. Basch da. Extra hier auch. Merkwürdig. Hier auch noch mal ein paar mehr MPTP. Hier um das Zehnfache des M. Aha. Interessant. So, erstmal sollte man den auch kaufen. So, weil dann haben wir hier noch ein Schild für Basch. So, jetzt mal schauen. Das beides kann weg. Das beides kann weg. Das wird getragen. Das beides kann weg. Der kann weg. Der kann weg. Das wird getragen. Das wird getragen, das wird getragen und das wird getragen. Das ist doch schon mal etwas. Stimmt, ich habe gar nicht geguckt, ob wir da beim Waffenhändler eigentlich Dings haben. Haben wir da eigentlich auch Munition? Wäre natürlich auch eine gute Frage, ne? Ne, Munition ist hier nicht mit bei. Okay.
Okay. Merkwürzig. So, hier ist ein Magilan, den... Na, lass mich durch. Ich bin Arsch. Genau, lass mich durch. Ich bin Arsch. So, hier haben wir nämlich auch noch mal zwei Zauber, die wir gebrauchen können. Gerade Protest ist ein Zauber, den man natürlich sehr gut gebrauchen kann. Warte mal, habe ich... Okay, bei ihm wird es schwer mit hier von wegen Weißmagie-Wirkung. Bei ihm mache ich mal sicherheitshalber die schon mal. Und ansonsten kann ich mir sowieso nichts weiter als leisten. Gut. Okay. Machen wir das so. Wirkung von positiven Statusveränderung. Machen wir mal so. Okay. Dings hat nämlich Vita drauf, aber kann in dem Sinne ja Vita, aber kein Plan, warum nur Vita und so. Naja. Egal, wir wollen zu den Lusumin. So langsam mal. Das ist, glaube ich, die Technikabteilung. Na jo, dann gehen wir auch noch mal rein. In die Technikabteilung gehen wir auch noch mal rein. Ah, Gott. Die Mogris sind so niedlich. Sammeln! Yay! Wir können endlich sammeln. Spende, eine Spende bitte. So. Da, ein Bewohner. So. Ich kehre gerade erst von einem Auftragsarbeit des Robanastro zurück. Die Stadt ist ja so voller Imperialer, dass man kaum frei atmen kann. Ja. Aber ich wollte eigentlich da oben hin. Nicht zu den Gambits hier oben, sondern... Na, da komme ich nicht lang. Schade. Okay, dann gehen wir direkt zu den... Dann gehen wir halt direkt zu den... Hey! Erstmal nochmal kurz überfliegen, ob ich nicht noch irgendwas habe, was erstmal weg kann, aber nee. Zwiebelgedönse, das habe ich ja alles noch. Ah ja. Ja, wow. Das wird zweimal getragen, das wird zweimal getragen. Komm, weg damit. Weg damit, weg damit. Haben will, halte ich die mal, weil dann kann ich hier noch zwei und hier auch noch mal fünf beziehungsweise 10. So, weil dann gehen wir komplett mit wenig LP, also sprich 7 21 8 und 4, und wenig Geld, also 3 Gil, in die Lusumin.
So, speichern. So, gespeichert. Moin. Die Förderarbeiten in den Minen liegen heute still. Irgend so ein hohes Tier aus Arcadia ist zur Visite da. Uns einfache Wächter braucht man da nicht. Dann schauen wir mal. The Lusu Mines, one of the richest veins in Ivalice. Under Imperial Guard, no doubt. Actually, no. With but few exceptions, the Imperial Army is not permitted within Bujerba. Well, shall we proceed? Der Junge weiß ein bisschen zu viel über die Imperialen. Bin ich ja mal gespannt, wer das der Le Mans eigentlich ist. Meiner Meinung nach weiß er zu viel. Ich hoffe, dass ich eigentlich stark genug bin, weil Level 10 ist nicht gerade stark. You will forgive me for asking, but you are diverting the purest of the Magicite. I can assure you it reaches Lord Vayne most discreetly. Ha! You wear your saddle well. Be that as it may, I have no intention of being bridled, Your Honor. Then you prefer the whip? Stubbornness will see not only you broken, Excellency, but Bujerba as well. Halim Ondor IV, the Marquis of Bujerba. The Marquis served as mediator at the negotiations of Damascus' surrender. It would appear that he is somewhat less neutral now. They say he's been helping the resistance. They say many things. You're certainly well informed. Who did you say you were again? What difference does it make? We have to find Pinello. And Pinello is your... She's a friend. She was kidnapped and taken here. Die Lusuminen. Ein sehr gefährlicher, creepiger Ort, denn hier sind die Fledermäuse allein schon Level 8. Yeah. So, die Lusumin, glaube ich, waren soweit safe bezüglich der Truhen. Also sprich, hier könnten, kann ich alle Truhen aufsammeln. Hier muss ich sowieso später nochmal hin. Weil hier, gibt es später dann auch noch Mob-Aufträge. So, Moment, jetzt muss ich gerade mal gucken. Ja, gehen wir mal hier lang. Oh, nee. Ich erinnere mich gerade an was. Ich weiß gerade nicht, ob das wirklich das...
Ich erinnere mich nämlich gerade dran, hier waren ja auch noch ein paar Fallen. Ich weiß nur nicht, ob das mit der Analyse war, dass ich die sehen konnte. Oder ob das was anderes war, was dafür gesorgt hat, dass ich die sehe. Ah, doch, Analyse. Gott sei Dank. Weil diese netten Felder, die da vor uns sind, dieses rote kleine Feld hier, ist eine Falle. Und ich will nicht, dass wir da reintreten. Einfach, weil dementsprechend passiert da Knochensoldat. Passiert da nämlich hin und wieder, dass wir entweder stumm sind, dass wir keine Zauber wirken können oder dass wir blind sind. Und wenn man so gesehen blind ist, trifft man die Gegner nicht mehr richtig und so ein Kack, deswegen ist das ätzend. So. Ist schön, dass ich... Warte mal. Dann kann ich ja eigentlich mal kurz gucken. Lux und Dings. Feuer und das. Das andere kann ich noch nicht. Scheiße. Protest und so einen Scheiß kann ich nicht. So. Aerias. Gott, das ist eine spezielles Monster. Dann machen wir das halt so. Jetzt verschwende doch nicht die ganzen Potion. Für ihn so. Das ist eins dieser speziellen Monster, die ein bisschen stärker sind. So, da hinten muss ich hin, aber ich glaube, da oben muss ich erstmal lang, wenn ich richtig war. Genau, da ist nämlich die dort so. Da müssen wir nämlich erstmal hier lang. Oh, scheiße, ich vergaß, hier waren ja auch noch die Dinger. So, danke. Das Schöne ist, wenn so eine Truhe wie hier ist, Money im Multiplikator. Was ist denn der Multiplikator? Multiplikator verdoppelt die bei erfolgreicher Angriffsfolge den Schaden. Das ist eine Lizenz. Multiplikator. Sorry, ich muss da hin und wieder mal gucken. Weil der Multiplikator zum Beispiel ist etwas, was neu ist. Komme ich noch nicht dazu. Komm weiter rüber. Hier. Und jetzt ganz hier am Rand. So. Und jetzt können wir hier angreifen. Weil ich keinen Bock habe, in diese Fallen reinzurennen. So. Ah, er wirft auch Potions. So, Level für Baltier. So. Tap, 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 tap. Genau, jetzt muss ich nämlich hier hoch und dann später wieder vorbei. Flötz 9 muss ich glaube ich gar nicht. Ich muss glaube ich hoch zu Flötz 3.
Naja, allerdings würde ich sagen, wir machen hier kurz ein Kettchen, also ein Cut, und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Final Fantasy 12 The Zodiac Age, wenn wir hoffentlich bis nach Penelo durchringen uns können. Also, tschüss, ciao, euer Livers.